Also, ich kann vielleicht vieles im Battlefield, aber wenn ich etwas nicht kann. LOL. So, Leute. Unsere Mission ist folgendes. Ich werde euch mal präsentieren, warum diese Challenge überhaupt so schwierig ist, wie ich sie im Titel beschreibe. Pass auf, ich werde jetzt einmal schießen. Diese Pistole hat nur eine Kugel magazieren. 4 Kugeln extra. Und Leute, bitte gönnt euch einfach mal diese Nachladeanimation. So, wie dazu. So, ich habe meine Grafikkarte übertaktet. Der eine oder andere weiß vielleicht, wie das geht. Ich habe es noch nie mit dem ganzen Ding gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe mir zwar Besseres versprochen als das hier, aber ich habe auf jeden Fall 15 FPS mehr circa, was für mich ziemlich viel ist. Schade, dass es nicht mehr ist. Und ich dachte, man kriegt da locker 40 FPS mehr draus oder so. Aber dank dem kann ich auf jeden Fall eigentlich jetzt streamen. So, und jetzt ist die Frage, Leute, habt ihr Bock auf ein paar Streams? Das heißt, natürlich werdet ihr nur mit Glück, wenn ich mal online sein, dabei sein. Aber würdet ihr euch sowas gönnen? Ein kleiner Battlefield-Stream auf YouTube so? Bisschen talken, bisschen labern mit euch. Reden, quatschen, zusammen zocken und so. Wenn ja, schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Und mein Ziel ist es, in dieser Runde ein Camp mit dieser Waffe zu machen. Nichts anderes. Ich werde mit der Sniper spielen, einen Hitmarker machen, also einen Bodyshot. So, ganz. Warte, komm. Scheiß drauf. Scheiß drauf, komm. Komm. Komm her. Hä? Komm her. Ja! Ich bin der krasseste Spieler der Welt. Komm her. Ist er tot? Warte, komm. Wir holen uns noch einen Kill, Lade schnell nach. Komm. Mann, er ist so lange, das ist unglaublich. Ey, wir haben der erste Schuss, ein Kill. Wie geil ist das denn? Ach du heilige Scheiße. Der Typ, der kann sein Leben komplett verkaufen, glaube ich. Nein. Nein. Nein, komm. Was andere? Einer. Zwei. Oh, ey, ich mache hier die Clips des Todes, aber ich wollte euch doch mit dem Liberator. Egal, Leute. Wir haben auf jeden Fall einen Kill gemacht. Mann, dieses Ding, das lädt so lange nach. Das ist ja unglaublich. Das lädt länger. Also man könnte quasi in diesem Game eine Kugel abschießen und im nächsten Game kannst du die nächste abschießen, solange wie das nachlädt. Ah, mittlerweile so die Maps sind für mich einfach alle so langweilig. Es macht gefühlt gar keinen Spaß mehr. Deswegen kamen auch gerade nicht so viele Uploads wieder. Ich habe gefühlt, also eigentlich will ich ja jeden Tag was hochladen. Aber es ging einfach nicht, weil ich halt einfach nicht so viel Spaß hatte. Liberator. Okay. Hätte er sein können. Da kommt er doch frei. Ich weiß, dass er da kommt. Oh mein Gott. Erst ein Hitmarker mit der Sniper und dann mit einem Liberator. Und dann mit einem Wurfmesser getötet. Wir haben quasi alles benutzt, was wir benutzen können. Einer. Zwei. Oh nein, ich habe gefamed. Nein. Na. Also mit dieser Waffe einen Kill zu kriegen, wir haben schon einen. Das heißt, eigentlich könnte ich dieses Video jetzt hier schon beenden. Aber mal schauen, was in der Runde noch alles geht, weil darum geht es nämlich heute. Um diesen scheiß Liberator. Mit der hier hast du ja einen Schuss und dann denkst du so, okay, dann lädst du nach und schießt. Das dachte ich nämlich erst, dass man so einen Schuss hat, dann lädt man schnell nach und kann wieder schießen. So wie bei einer Sniper. Aber... Könnt euch das mal? Digga, lässt sich da... Also... Oh. Ha. Huh. Einer... Die zwei Headshot Bug. Nein, Digga, ich wollte ihn trollen. Oh mein Gott, das wäre so perfekt gewesen für diesen Liberator-Kill. Ich bin echt der schlechteste Pilot im Battlefield. Ganz ehrlich, bin ich einfach. Also ich kann das gar nicht, wirklich, überhaupt nicht. Guck mal, ich zeige euch mal, wie schlecht ich im Flugzeug fliegen bin. Also, ich kann vielleicht vieles im Battlefield, aber wenn ich etwas nicht kann. LOL. Ja, easy kill an dieser Stelle. Ich bin der Profi. Also Flugzeuge ist für mich so easy im Battlefield. Digga, hä? Was für ein Zufall war das denn gerade? Ich wollte euch zeigen, wie schlecht ich bin und dann schieße ich so einmal drauf, Digga, direkt kill. War können. Ist ja was. Scheiß drauf.
Ich habe ihn nicht mal getroffen. Liberator ist echt eine gute Pistole an dieser Stelle. Also ist echt ein gutes Ding. Sollten die auf jeden Fall ein bisschen weiter ausbauen. Vielleicht zur Spezialisierung auch noch irgendwie so, keine Ahnung, langsameres Nachladen oder so. Da wir müssen echt mal ein bisschen aufräumen jetzt, weil das kann ja nichts sein. Wir verlieren auch. Ich glaube nicht, dass wir das aufräumen könnten. Der fliegt immer noch aus meinem Squad. Alter, wir ficken den jetzt einmal kurz hier oben, weil das nervt mich. Ja, genau. Du? War ja nicht noch ein anderer? Sagen. Wollen wir ein bisschen Objective hier spielen? Erstmal nachladen natürlich. Kann sich nur noch um Jahrhunderte handeln. Kappa. Tut mir echt in der Seele weh, das eine Runde hochzuladen, wo ich so stehe wie hier. Also es tut mir echt richtig weh, weil ich muss, also eigentlich lade ich nur Runden hoch, wo ich am Ende auch irgendwie eine gute KD habe. Aber wie gesagt, spielt man bitte mit der Pistole. Oh ja, Leute, aber jetzt, solange jetzt mich jetzt kein Sniper entdeckt, was nur 3 Sekunden dauern sollte. Ja. Die Waffe ist wohl nicht so geil im Himmling anscheinend. Also es ist halt schon ein geiles Gefühl, wenn man Leute damit niedermetzelt, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Aber ich muss echt sagen, das hat echt Spaß gemacht, gerade die 5 Dinger wegzuholzen. Digga, also entweder sind die alle weak, die ich anschieße. Scheiße, Leute. Ich muss es, glaube ich, echt mal zurücknehmen. Dinger sind, glaube ich, doch mal gar nicht so verkehrt. Wisst ihr was? Komm, scheiß drauf. Komm. Wir holen es noch ein. Ja. Na! Ich dachte, die hat geschossen. Puh. Das war ja mal ein Game, ey. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up you with the flow. I swear, nigga, no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it.